Ich bin österreichweit ein beliebter Mensch. Ja? Und ich habe es gern, wenn man mich mag. Mhm. Das Liebste an meinem Job ist, natürlich singe ich gern, aber das Liebste ist mir, auf der Bühne zu stehen und mit den Leuten zu arbeiten. Und wenn ich oben schaue und sehe, sie unterhalten sich gut und haben Spaß. Ich will eigentlich die Menschen unterhalten. Ja? Ich war ein verwöhntes Kind. Ja? Mhm. Auf Deutsch gesagt, wenn ich einen Schaß lassen habe, sind alle zusammengerannt. Man hat mir in einer Zeit, wo es schwierig war, habe ich alles gehabt. Bis meine Mutter im Spital gekommen ist und gestorben war, dann bin ich auf die Nase gefallen. Und ich bin immer zu dem gestanden, wie ich war. Ich habe mich gar nicht anders kennt. Und ich habe mich immer verrückt angezogen. Und ich war immer ein bisschen schräg. Ich bin immer dumm gekupft, ich habe mit 10 Jahren 85 Kilo gehabt, bin gesprungen, habe die Haxen gekommen, habe gesungen aus Gaude. Ja? Und habe immer einen Spruch drauf gehabt. Und warum sollte ich mich verstecken? Nur weil ich dick bin. Und ich habe immer ein schönes Gesicht gehabt. Ich war immer fesch. Ja? Es ist für mich, bin ich stolz, wenn so Junge kommen, weil ich denke mir oft, was wollen die von der alten Tante? Verstehst du? Ich meine, ja. Und da fühle ich mich geschmeichelt und geehrt. Es ist auch ein schönes Kompliment. Ja. Bist du manchmal auch angefeindet worden für Figur oder Gewicht? Ja, noch die ganze Zeit, aber das ist mir wurscht. Und was sagen die Leute da? Geh, vom Blade Sau über jetzt bei Dancing Star. Mhm. Ehrlich, da ist so viel. Ja, da waren schon. Du hast vorhin in der Werbepause zu mir gesagt, bevor ich sterbe, möchte ich mich noch einmal verlieben. Naja, ich sag immer, also mein größter Hit war, ich kränk dich nicht. Mhm. Und zum Schluss, du musst, wenn es ein Konzert gibt, du versuchst immer, neue Sachen zu bringen, aber die alten Hits wollen sie hören. Ist eh normal, ja. Und dann spielen wir zum Schluss, kränk dich nicht. Und zum Schluss sage ich, und kränkt sich nicht, weil wenn sie nicht gestorben ist, kommt sie wieder. Und ja, es war schön. Ich möchte mich noch mal verlieben. Obwohl ich schon so alt bin. Wie stellst du das aktiv an oder wartest du was? Nein, ich war nie eine Aktive. Ich muss gefunden werden. Und wo findet man dich oder wie findet man dich? Das weiß ich selber nicht. Wie könnte man dich erobern? Indem man nett ist, lieb, Schmäh hat, ehrlich ist. Und gepflegt, also ungepflegt und liegen. Das kann ich verstehen. Das bock ich überhaupt nicht. Also das suche ich mir zwar auch, aber dann. Mhm. Aber das ist dann schon Geschichte. So Partnerbörsen oder so, Internet ist das Gebiete, was für dich? Jetzt stell dir mal vor, wenn ich auf so eine Partnerbörse gehe, was? Ja, irre. Das 1000 Anfragen, nehme ich an. Bitte, das geht doch nicht. Ich meine, ja, so ein geheimes Profil. Sowas na wie? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Okay.